knapp 5 Minuten noch. 1:0. Ich bin gespannt, wer noch jetzt volles Risiko geht. Fehler von Dremmler. Brook. Ah, eine Kopfballvorlage für Perryman ist das. Der lange Steven. Wir haben hier die Wiederholung. Auch er gilt genau wie Hoddle als eine große englische Hoffnung. Wir haben hier ihn groß im Bild für die Weltmeisterschaft 86 für Mexiko. Dieter Hoeneß, allein auf weiter Flur. Er war mal Mr. Europacup bei den Bayern. Vielleicht schlägt er doch noch zu hier in der regulären Spielzeit, in der Verlängerung. Falco! Das ist der Torschütze. Nach diesem wunderbaren Pass von Glenn Hoddle. Keine Chance für Jean-Marie Pfaff in den Posten. Noch einmal, die feiern jetzt hier dieses Tor. Da die Bayern schon am Anstoßkreis stehen. Das könnte die Entscheidung sein. 2:0. Und zu spielen noch, sie sehen es oben. Das heißt, das wissen Sie, keine Verlängerung. Und das heißt, wenn es so bleibt, keine deutsche Mannschaft ist im Europacup in den drei Wettbewerben mehr vertreten. Na, jetzt spielen Sie auf Zeit, Rick Clemens. Und der Schiedsrichter, den Sie nicht im Bild haben, er deutet an, dass nachgespielt wird. Die Bayern, die werden nachrechnen. Sie hatten schon kurz vor der Pause, wir haben es ihnen nicht zeigen können. Ein Alleingang von Dremmler, allein vor Clemens, der den Münchner stoppte. Dann die Szene von Dieter Hoeneß im Torraum, dieser Volleyschuss. Und dann der Schuss von Michael Rummenigge über das Tor. Da stand es noch 0:0, beziehungsweise 1:0 für Tottenham. Aber vielleicht jetzt. Ja, das bringt nichts, Karl-Heinz Rummenigge, wenn er hier den Torwart blockiert. Damit läuft die Zeit weg. Nach unserer Uhr noch 30 Sekunden in der regulären Spielzeit, aber der Schiedsrichter wird nachspielen lassen, denn die Partie war unterbrochen zu Beginn der zweiten Hälfte, eine Minute etwa. Siebter Eckstoß. Ein Tor würde ja alles auf den Kopf stellen. Das würde reichen. Ein 1:2. Alle Spieler bis auf Pfaff in der anderen Hälfte. Freistoß. Das Spiel ist unterbrochen. Der Schiedsrichter lässt sich ein
bisschen anstecken hier von der Hektik dieser letzten Minuten. Von 40,5 Minuten gespielt, aber es wird Nachspielzeit geben. Wo ist der Ball? Karl-Heinz Rummenigge. Kommt er vorbei. Vielleicht die letzte Chance. Eine weite Flanke. Die Vorlage. Minuten. Archibald. Wolfgang Dremmler. Zusammen mit Pfaff vielleicht der beste Mann. In einer Mannschaft, die sich jetzt leidenschaftlich wehrt. Vielleicht, und das ist meine Hauptkritik, etwas zu spät. Nach vorne geht, die zu lange spekuliert hat, hier ein 0-0 zu halten, die zu wenig gewagt hat, aber die Rechnung ist ja lange aufgegangen. Immer noch nicht der Schlusspfiff. Vor Clemens Tor. Dribbler. Das Publikum pfeift, die englischen Spieler zeigen an. Aus, Ende. Finish! Das war's, meine Damen und Herren. Ich mache es jetzt ganz kurz. Denn wir wollen versuchen, drüben auf der